In seine Paraderolle schlüpft er, wenn es an die Honneurs geht. Ciao, buonasera, baci, baci. Giovanni Scurti und seine Gäste, in Momenten wie diesen werden sie eins. Dem 76-Jährigen sind alle willkommen, nicht nur die vielen Prominenten, die in all den Jahrzehnten ebenfalls den Weg in sein Lokal fanden. Ich habe immer zu den Gästen gesagt, jeder Gast ist ein Prominent. Ich arbeite meistens mit normalen Menschen, normalen Leuten, wo immer Essen kommt. Kochen ist sein Leben, gutes Essen seine Leidenschaft. Um 8 Uhr morgens ist er der Erste in der Küche. Der Tag beginnt mit Pizzateig. Sein Antrieb bis heute? Die Verantwortung. Die Verantwortung, das ist diejenige, das gibt mir Energie. Ich komme von einer Bauernfamilie. Wir haben angefangen mit 5, 6 Jahren schon zu arbeiten wegen den Tieren. Und haben ein ganzes Leben gearbeitet. Und man gewohnt sich da, oder? Man gewohnt sich da. Hi Mikey, good morning, sir. Kurz nach 9 ist Giovanni bei Mikey, dem schottischen Gemüsehändler, auf dem Großmarkt. Viel Zeit hat er nicht, aber das spielt keine Rolle. Er weiß, was er braucht, jeden Tag. An anderer Stelle kauft er noch Fisch und Fleisch. Und kurz nach 11 ist Giovanni zurück in seiner Küche. Noch eine knappe Stunde, bis die Mittagsgäste kommen. Der gewichtige Gast, der dem prominenzerprobten Italiener aber tatsächlich den Atem raubte, kam abends. Also, Gänsehaut habe ich bekommen, weil als Dr. Helmut Kohler, der als Kanzler hier reinkam, dann habe ich Gänsehaut bekommen. Aber Placido Domingo, Carreras, Giannini, Eros Ramazzotti, Albano, Romina Faua, Matthias Reim, Howard Carpendale, Annelore Elsner, alle diese, Boris Becker und alle so ganz einfach. Ohne Obnesisch oder sowas. Es waren ganz tolle Leute, ganz toll. Und ich habe mich immer gefühlt, nicht, sag mal, eine Bedienung oder nee, das, sie haben sich fast gefühlt, dass ich ein Star wäre. Sport, Musik und Kunst ist für mich das Beste, das Schönste, was auf der Welt gab. Abgesehen von seiner Familie natürlich. Sohn Gianluca und Tochter Luana führen künftig ihr eigenes Restaurant auf dem Mannheimer Lindenhof. In der Augusta-Anlage bleiben wird Ivan nach 38 Jahren an Giovannis Seite, bekommt er einen neuen Chef. Das Ristorante Augusta, 48 Jahre Stadtgeschichte und unzählige Freunde für immer. Hallo Giovanni, fast 35 Jahre lang darf ich bei dir sein, dürfen wir bei dir sein. Du bist einfach ein besonderer Mensch, du bist herzlich, du bist einfach zu jedem immer freundlich. Du hast uns verwöhnt, du hast alles für uns gemacht, für mich persönlich, für unsere Spieler, für unsere Sportler. Ich bin dir einfach nur dankbar, du bist einzigartig. So jemand wird es wahrscheinlich nie mehr geben in Mannheim. Und danke, einfach danke für alles. Man ist ja nicht in die Augusta-Anlage gegangen, um italienisch essen zu gehen. Man ist gegangen, um Freunde zu treffen, und ist gegangen, um eine Familie zu treffen. Die Marianne, die Kinder und vor allem dich, Giovanni. Ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft. Liebe Marianne, lieber Giovanni, ihr habt in Mannheim ein Familienlokal für Familien geführt. Du hast ein Herz für Sportler, du hast ein Herz für die Mannheimer, du hast eine großartige Kommunikation mit deinen Gästen und wir haben uns immer sehr wohl gefühlt. Ich danke dir dafür. Lieber Giovanni, nun ist es soweit, du gehst in Rente. Ich möchte mich bedanken für die schönen Momente, die wir bei dir hatten. Unvergessliche Zeiten miteinander, mit unseren Familien. Wir kennen uns seit Kindheit auf. Ich selber war da, mein Papa war da, meine Söhne waren schon da und ich wünsche dir alles Gute in der Rente, mein Freund. Doch solange noch so viel Feuer und Tatendrang in dem Gastronomen brennen, muss der Ruhestand warten. Also, Rente vor 4, 5 Jahren gibt es keine Rente bei mir. 4 bis 5 Stunden will er noch machen am Tag bei seinen Kindern in der Küche. Die Lücke, die dieser Gastgeber mit dem großen Herzen hinterlässt, ist gewaltig. Ciao Giovanni, ci vediamo. Wir sehen uns.